Und herzlich willkommen zurück zum Super Mario Maker. Beim letzten Mal haben wir wieder die 100 Mario Herausforderung gemacht. Haben hier so ein komisches Japaner Level geschafft. Zwar nicht so gelöst, wie es vorgesehen war, glaube ich, aber haben wir hingekriegt. So, Level 9. Wir sind natürlich wieder auf der Mission. Peach, was zur Hölle? Sorry, Viendo. Ich kann leider kein Italienisch. Ich habe nur Spanisch gelernt. Auch wenn das dann doch bisweilen ziemlich ähnlich ist. Mist, was mache ich jetzt hier? Hallo? Hallo? Hört auf! Ein Pilz! Warte. Ja, Pilz. Lecker Pilz. Eigentlich überhaupt nichts. Ich finde die voll eklig und glitschig. Oh. Hopp. So, da muss ich wahrscheinlich rein, oder? Oh. Betum. So, alles klar. Und hier. Hier ist nichts. Toll. Okay, die Kettenhunde juckt das. Eher wenig. Aha. Wie soll ich denn da hoch? Naja. Oh. Dö. Sternchen. Reviviendo. Keine Ahnung. Italienisch hatte ich nicht. Sofern es Italienisch war, ich habe die Flagge jetzt gar nicht richtig gesehen. Find the solution. Auch nur ein Rätsellevel. Are you serious? Kann ich nicht einfach, warte mal. Rätsel wieder anders lösen als vorgesehen. Ach. Mist. Okay, das ist ja halt noch nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Wenn ich jetzt von hier aus. Gut, machen wir es so. So, hopp. So. Lösung gefunden. Mario gibt Gas. Faule Sau. Naja. Und. Schitternchen und nächstes Level. Und Level 11. Was haben wir denn da Schönes? Oh, wieder ein Level einer Japanerin, die für einen für mich unaussprechlichen Namen hat. Weil ich die Zeichen nicht erkenne. Ich hatte leider kein Japanisch. Ich hätte vielleicht welches haben können, wenn ich in der richtigen Klasse gelandet wäre. Es ist eine andere Geschichte. So. Was ist nun. Oh. Geh weg. Ernsthaft? Schiebung, das geht nicht. So, der interessante war in der Mitte, ne? Ja. So, jetzt warte ich, bis er mich anspuckt. Ah, geht doch. Okay. Ich nehme alles zurück. So, Olle Pilz. Lö, Cooper. Na toll. Das ist ja nett. Mist.
Sollte meinen, ich hätte nach dem ersten Block dazugelernt, aber nö. Weg. Du auch, weg. Da ist aber nur noch ein Pilz drin, ne? Ja. Die ignoriere ich mal. So. Paracoupa reißt... Ne, ist ja nicht Paracoupa, ist ja... Anderer Cooper, keine Ahnung. Uah. Mist. Hä, wie komme ich denn jetzt da dran? Mensch, oh, ich hasse das. Mist, ja. Warte noch mal. Immer diese Japano-Level, die sind bisweilen immer sehr schwer. Ab. Verschwinde. Ja, das läuft ja klasse, warte mal. So, da war der Pilz, im anderen war der Cooper, dann bin ich mal wieder weg. Hier lasse ich alles in Frieden. Da sind die netten Blümelis. Wow, das war knapp. Achso, warte mal, ich muss den Goomba-Turm erklimmen. Mist. Warte mal. Ich warte noch mal, bis er vorbeikommt. So. Was hast du denn? Was? Alter, wie... Ja, nehme ich dankend an. Wow. Was haben wir hier? Ach, natürlich. Ein Kuchen. Dann ist der Fall ja ganz einfach. Mist. So. Mann! Ich hasse Sprungfedern, ey. Wenn die so markante Stellen haben, wo man sofort stirbt, wenn man den Sprung verkackt, ist das blöd. Und noch... Ein Level von einem Japaner oder Japanerin? Ach, automatisch. You serious? Ach, ist das Bullshit. Es ist... Ohne Worte. Ohne Worte. Und... weiter geht's. Oh, ich wollte noch... Jetzt habe ich den Stern vergessen. Naja, ja. Cheap, cheap, dodge. Cheap, dodge. Also ducken. Oh Gott. Ich hasse diese Fische. Ich finde die voll kacke. Oh, warte mal. Nein! Nochmal. So. Langt ja schon. Kriegen wir da 3 Leben dazu. Und... weil... Ach, ich hab wieder... Ich vergesse jetzt gerade immer die Sterne. Mist. Auch wenn ich das Level echt fand, lustig. Ich
Ich hab Stern gehabt und Mario jumped quite. Fand ich jetzt auch. Ein P-Switch. Wo werde ich den brauchen? Achso, Oh. So. Kirby! Baumeister Mario? Der? Ein Goomba! Ganondorf! Ach, ich spiel den mal. Hopp. Mist. Warte mal. Es ist schwierig. Also nochmal. So, hier war jetzt Kirby, nimm mal. Jawohl, nehme ich jetzt mal Kirby. Ich finde den toll. So. Wie jetzt? Na. Lieber diese Todesfallen-Level. Nö. Einfach nö. Kung Fu. Von Miyagi. Mr. Miyagi oder? Oh Gott. Oh Mann, was ist denn das hier? Oh Mann, was ist denn das hier? Oh Gott. Ja, das hat sich ja gelohnt. Oh. Lebe. Mist. Ja, ich dachte, ich müsste da vielleicht rein. So. Oder ist nix. Na toll. Münzen! Okay. So. Hopp. Und hopp. Und hopp. So. Mein Gott. Schon nicht einfach. This is a good idea. But level Fliege. Okay, verstehe. Weiter geht's. Dip, do, dip, do, dip, do, level 14, yeah. Weiß ich nicht. Ich glaube mal wieder ein Auto.
Haut ab! Verschwindet! Weg! Weg von mir, ihr niederen Krie... Ja. Ich muss ja leider sagen, irgendwie wirkt dieses Level auf mich sehr random. So. So mache ich das. Düm, düm, düm. So, Sternchen. Und... Das mit den Kreissägen muss ich auch noch ausprobieren. Hier hatte ich bisher noch, selber noch keinen bei noch keinem Level drin. Das könnte witzig werden. First Make. Was? Von Salman. Oh Mann, was ist denn das, Mann? Da kommt gleich ein Pilzmann. Den hole ich mir, Mann. Ach ja, das ist Rosalind mit so einem kleinen Pixel-Luma. Sweet. So. Alternativ. Donkey Kong Junior. Ja, gut. Warum nicht? Der Bär. Und. Oh yeah. Weiter. Und Level 16. Weiß ich nicht. Es ist immer so, dass bei den 18ern so ein Festungslevel kommt. Also beim letzten Level kommt ja immer ein Festungslevel. Ein Stern. Warum brauche ich den? Oh, darum. Mist. Ich muss ehrlich sagen, ich finde ja diesen riesigen Flügel-Bowser ein bisschen übertrieben. Aber naja. Mich fragt ja keiner. So, Level beendet. Hier gehen gerade irgendwie sämtliche Batterien bei mir leer. Headset ist leer, Handy ist fast leer. Gamepad ist auch fast leer. Oh, danke, du Mario, du hast mich gerettet. So, ich gehe mich dann gleich. Ich lass mich dann gleich wieder entführen. Ja, ist klar. Entführen. So, die Schuldigen. Ridley, Emanuel, Erik, Ole, Scooter, Otto, Jazz, weiß ich nicht, Demon Cat, Kela, weiß ich nicht, Tsetse, Miyagi, weiß ich nicht, Salman und dumme Leid weiß ich auch nicht. Und wir kriegen... Was? Was? Ein Mayongstein. Oh, oh, von mir aus. Ja. Dann machen wir heute ein bisschen früher Part-Ende. Wir haben ja jetzt den Durchgang fertig. Dann machen wir im nächsten Part vielleicht nochmal zwei auf leicht. Und im darauf folgenden Part zeige ich euch dann mal meine Level und noch andere und so weiter. Wie wir es ja schon im letzten Part abgeklärt hatten. Mehr oder weniger. Naja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.